Wir feiern Rave Night, für uns die geilste Zeit. Ja, es geht weiter bei Secret of Evermore und wir wissen jetzt... Soll ich noch die Plätze wechseln? Stimmt. Soll die Plätze wechseln? Ja, egal. So, ihr habt das jetzt nicht mitbekommen. Wir werden jetzt erstmal uns zum richtigen Weg begeben, denn wir haben noch mal... Versenkt man hatte recht. Mehr oder weniger. Du hast Kanalisation gesagt. Ja, ist fast dasselbe. Da, wo wir hin müssen und die Kanalisation ist fast dasselbe? Ja, richtig. Okay, bin ich mal gespannt, ob das stimmt, was er erzählt. Wenn das nicht stimmt, dürft ihr ihn ohrfeigen. Nein, macht das, indem ihr Gefällt mir klickt. Ja, genau. Und der Raven dürft ihr auch ohrfeigen, indem ihr Gefällt mir klickt. Das machen die sowieso nicht. Keiner will den Raven einschlagen. Richtig. Anstatt alte Männer zu schlagen. Ja. Ja, so. Mit der Axt nach vorne. Mit der Axt nach vorne? Wenn du stirbst, sag Bescheid, ich geh mit. Wuhu! Yay! Ja, ihr merkt, wir haben wirklich lange Zeit nicht aufgenommen. Gut. Dann wollen wir erstmal schauen. Wo geht's denn hier lang? Schön, die Arbeit nachzuholen, wenn der Raven halt falsch gelaufen ist, ne? Ja. Yeah. Finde ich auch. So sah es von der Schule immer aus. Ich musste die Felder des Ravenite ausbügeln. Halt, stopp. So stimmt das nicht. Jetzt redet Ravenite. So stimmt das nicht. So stimmt das nicht. Möchte vielleicht der Forsaken 84 mal erzählen, ob er eventuell bald mal wieder was aufnehmen wird? Verschlossen. Verschlossen, ja, toll. Wird er vielleicht mal wieder was aufnehmen oder wird er es doch nicht machen? Ja, wenn die Sopa durchgesetzt wird, war es davon mit dem Aufnehmen generell. Wenn Sopa nicht durchgesetzt wird? Dann werde ich vielleicht was aufnehmen. Vielleicht ist eine tolle Aussage. Ja, ich bin auch überlegen, welches Game so gesehen. Ich hänge ja noch momentan an LOL. Was? Das Spiel. Das Spiel soll ich auch aufnehmen. Ja. So separat zu dir. Was ja, richtig. Das? Ja, warum nicht? Muss ich mal dann zeigen, wie es richtig geht? Oder? Ja, richtig. Oder du spielst... Trommelfeuer zur Sackkanone. Nein. Monster gucken wir fallen in die Schweiz. Auch nicht. Aufschluss, Bums, klappern die Nüsse. Nein, falsch. Tunnelpudding und Instant Meal Deluxe oder so. Nein. Tolles Spiel. Ich wüsste nicht, was da noch so großartig für Spiele wären. Die anderen Spiele, die ich alle hier habe, die du hättest spielen können, sind ja alle nur über die Konsole zu übertragen. Ja, richtig. Und das kann ich nicht. Da er keinen Grabber hat. Oh, ja, nicht. Und er ist zu geizig, um sich einen Grabber für 10 Euro zu kaufen. Ja, richtig. Die Programme habe ich nämlich alle hier. Dafür kann ich Schädelgeier töten. Schädel. Oh, ich liebe die Melodie von diesem Ort. Ich hasse diesen Pudel. Sie klingt immer so schön melodramatisch. Dieser Pudel geht mir auf die... Echt? Oh ja. So. Oh ja, ich glaube, ich werde in meinem Livestream morgen, werde ich wohl Musik einspielen. Nein, auch noch andere Musik. Oh ja. Und wie? Ja, übrigens, ne, der Livestream morgen ist in dem Sinne jetzt also... Schon ewig und 3 Tage abgelaufen. Richtig, also warte nicht drauf, Leute. Muss ich mit der reden? Ich will nicht mit der reden. Die rennt sowieso, ey, die kann rennen. Die andere kann nur springen und fallen. Ich hoffe, ich muss hier wieder... Ach, nein, den Sicherheitsmodus hat er ausgemacht, der Doktor. Yay! Yeah. Okay. Wenn er hier ist. Ey, eine Rakete! Oh, ey, Doc, wo bist du? Doc Ock! Ah! Woohoo. Doc Ock! I'm gonna flying away. Sei gegrüßt, Ravenite, für uns die geilste Zeit. Hi, ein cooles Teil hast du da. Oh ja, das hab ich. Zu viel Input. Aha. Diese Erfindung hat es mir ermöglicht, viele andere Länder zu sehen. Andere Länder, andere Titten. Das ist abgefahren, Opa. Woo. Mr. Snoot. Das ist ja unglaublich. Wir haben auch schon einiges gesehen. Ja, stimmt. Ich schlaf mal wieder. Ja, hau rein. Aber eigentlich wollen wir nur die Raumstation erreichen. Wir wollen nämlich heim. Okay, der Forsaken-Schwein will nur pennen. Aha, ich verstehe. Ich glaube, da kann ich euch weiterhelfen. Echt? Cool. Nun, da der Raumgleiter erprobt ist, könnte ich ihn euch überlassen. Woohoo! Oh, geil, ey! Ich könnte euch ins All schießen. Könntest du auch machen. Fehlt das aber, ne? Allerdings gibt es da etwas, was ich brauche. Was denn? Vor kurzem erst brach der Vulkan nördlich von hier aus. Oh ja, das hat er. Ich weiß, wir waren da. Wir waren der Grund. Wir waren der Grund für die Eruption.
Dann musst du auch die Maschine im Krater gesehen haben. Ja. Ich sah einige Teile von ihr, als ich darüber geflogen bin. Geil, ey. Zwei Teile der Maschine brauche ich für meine neue Erfindung. Sehr schön. Ein Ventil und ein Wagenrad. Ja, was? Super. Alles klar, Alter. Und wir brauchen etwas, das Energie erzeugt. Als ich die Statue in der Stadt im Osten explodierte, waren zwei Juwelen daran schuld. Und wir. Oh ja. Das waren die Augen der Hundestatue. Gut. Du weißt genau, was ich suche. Wenn es dir gelingt, mir diese Dinge zu bringen, wäre es kein Problem mehr, euch ins All zu schicken. Wuhu! Ich stelle euch meinen Flattergleiter zur Verfügung. Yay! Cool! Oh, geil, ey! Ab da! Er kann in jeder der Feuergruben landen. Feuergruben? Feuergrube! Hey! Hey! Ihr müsst nur auf die Lichtsignale achten. Yay, yeah, ich darf fliegen! Ihr findet mich in meinem Labor, wenn ihr alle Teile habt. Danach wird es einfach sein, die Teile zu integrieren. Wir sollten in erster Linie gleich, wenn wir irgendwo hinfliegen können, erstmal gucken, ob wir Zutaten kriegen. Ich wollte gerade sagen, ich hole erstmal die Höllenforst. Da. Warum rennt Forsaken Hund die ganze Zeit drumrum? Weil er es kann. Und es geht. Es ist komisch, dass es nicht flattert, während es fliegt. Das wird überbewertet. Das geht jetzt los, siehst du? Oh ja. Diese Flattererinnerung. Oh, Glitchies! Egal. Die stören nicht, wir sehen die Karte noch. Wo geht's hin? Wo können wir am besten erstmal uns für unsere Höllenfaust ausrüsten? Da sagst du? Da musst du aber da ein bisschen weiter landen. Ne, da nicht bei dem Dings da. Ja, richtig, genau da. Yes! Ja, der erste Landepunkt ist getroffen. Boing. Wie einfach das Ding konstruiert ist. Naja, aber wir hinterfragen keine Spiellogik mehr. Und der Superwurf ist mal wieder weiß. Yes! Ein weißer Wurf. Ein weißer Wurf. White Wolf, yeah! A White Wolf? White Wolf. White Wolf. I'm bouncing to the White Wolf. Kannst du auch jetzt die Steine da eigentlich kaputt machen? Ja, ne? Diese Felsen da? Felsen. Ja? Hier? Nö. Die waren nicht gescriptet. Die standen nicht im Drehbuch. Oh! Seit wann geben Menschen Tierknochen ab? Naja, egal. Man sollte ja nicht die Logik hinterfragen. Laut Drehbuch musste jetzt fallen. Oh, aus welchem Film war das, Leute? Mortal Kombat. Okay, keine Credits für euch. Wurde schon beantwortet. Tja, ich glaube, gegen das kann auch der nichts ausrichten. So. Meinst du, der Charles David hat die Sachen? Oh ja, der hat hier irgendwo Sachen, das weiß ich. Meinst du? Oh ja, ich weiß es. Dein Hund und du, ihr seid echte Abenteurer. Ich bin stolz auf euch. Oh ja. Möchtest du die Formeln auswählen? Nah. Nö. Yeah. Klar! Gut, ich brauche Kalkstein, der Rest habe ich vergessen. Ich muss Geld wechseln. Ja. Geld das wechseln. Ist jetzt das Blöde. Wir müssen immer wieder das Geld wechseln, Leute. Und das können wir nur in diesem Ort. Kotzkübel. Ja, genau. Kotzkübel. Kotzkübel mit zwei R's. Uah. Ja, Jürgen und Ulrich. Jörg. Und der Jörg noch dazu. Jetzt nichts gegen die Leute, die so heißen. Das ist jetzt einfach nur so eine Floskel. Ja, richtig, eine Flosse. Genosse. Kann ich hier was tauschen? Ich habe verschiedene Dinge im Angebot. Ja, Geld wechseln. Juwelen! Goldmünzen! Okay. 46.000 Juwelen. Wir sind reich, Mann. Oh yeah. Wir sind reich, Mann. Was brauche ich denn auf die Geh doch gucken. Ich dachte, du bist so allwissend. Kackstein und Wachs. Kackstein und Wachs brauchst du. Genau. Dann kaufen wir mal zu 96 mal Kalkstein. Und 96 mal Wachs. Ja, richtig. Servus. Der hat sogar alles, warte mal. Natürlich. Drück. Ja, brav. Oh, Wasser und mehr. Ja, jetzt können wir wieder 96 mal Höllenfaust machen. Jetzt nicht. Wir speichern jetzt nicht. So nicht. Halt, stopp, so geht das nicht. Jetzt holen wir uns noch Kraft auf und dann gehen wir auf die Suche nach... den Dingen. Ja, dem Wagenrad und... dem Ventil. Genau, und diese Kraftdinge. Und diese Juwelenaugen. Ja. Und dann singen wir...
Kabel. TV. Salat. Und so. Egal. Ja. Jo, dann machen wir wieder. Krafttauch, den können wir sogar in der Nähe von den Sachen holen, die wir brauchen. Ja, da sieht's völlig gut aus. Da, ja, grüezi, gibt's ja, nochmal. Ja. Ja, freilich, servus. So, ach guck mal, jetzt haben wir eine Wolfbiss hier schon wieder, ey. Ah, da sah Forsaken Wolf noch ein bisschen gefährlich aus. Oh ja. Aber glaub mir, die vierte Form wollt ihr nicht sehen. Es gibt ja noch eine vierte Form. Ich habe mich immer köstlich amüsiert über das Ding. Vor allem, wenn er was gefunden hat beim Schnüffeln. Der hat nämlich immer so eine Animation gehabt. Oh ne, wenn er was nicht gefunden hat. Wenn er nicht gefunden hat, war es viel geiler. Dann sah das immer sehr amüsant aus. Blätter brauchen wir hier nicht. Wir brauchen Kohle, Money. Money. Must be funny. Okay. Forsaken Wolf, komm, wir müssen ins Feuerauge. Okay, nö. Feuerauge, ich will nicht. Wir brauchen Zutaten. Ich will Geld wechseln. Ach ja, erstmal Zutaten und erstmal Geld wechseln, dann Zutaten. Ob die schon Geld wechseln können? Er hat neue Rüstung reinbekommen. Wollen wir mal gucken, was er hat? Ja. Boah, wir sind reich. So, wunderschön. Boah, geil, Raptor-Leder. Ach so, das ist ja die alte Rüstung, die wir damals schon hatten. Du bist veraltert. Man wurde auch im Altertum. Ja. Noch vor dem Altertum sogar. Steinaltertum. Wo kriegen wir jetzt die Zutaten? Ich weiß es. Okay. Schlauer Bär. Okay. Schlauer Wuff. Gehen wir mal zu Schlauer Wuff. Vielleicht hat Schlauer Wuff auch noch 5 neue Formeln. Denke nicht. Nö, aber könnte ja sein so. Weil wegen Baum. Weil wegen Sicherheit, meinst du? Ja. Ist ja alles möglich. Toyota. Rete. So. Der Moskito hat versucht, dich zu pieken. Er hat mich zu pieken? Er hat versucht, dich zu pieken. Der Moskito, ja? Ja. Einfach so. Ich hab durch meine ganze Cleverness abgelenkt. Ey, schlauer Wuff. Ravenite, welche Überraschung. Ich habe von deinem Erfolg im Vulkankrater gehört. Oh ja. Nach dem Ausbruch bin ich wieder zur Käfersteppe gegangen. Oh ja. Einige Maschinenteile sind dort gelandet. Na super. Außerdem habe ich Zutaten für eine neue Formel entdeckt. Ah, oh, er hat recht. Sie kann gleich zwei Dinge auf einmal bewirken. Hätte ich mal um 5 Euro gewettet. Die erste Phase heilt dich, aber die zweite Phase kann noch mehr. Sie füllt deine Kraftpunkte auf. 2 Wurzeln und 1 Tropfen Essig verleihen die Heilkraft. Oh, geil, ey! Ja, was nehmen wir dafür raus? Weg mit Gigakraft. Richtig. Aber auch die Zutaten dafür? Ja, Wurzeln kriegen wir auf jeden Fall von ihm. Ja, aber den Schwepel. Ethanol? Oder Ethanol. Würze. Das andere hat er auch. Nein, das ist anders aus Weilblau. Das gelbe da? Essig? Essig brauchen wir nicht. Nicht? Ja, hat er nicht gesagt Essig? Wir kaufen es trotzdem. Allein wenn wir es können. Das geht. Und ich will Öl kaufen. Öl. Oily. Perfekt Tomat. Ja. So. Wie stand es bei dir? Ja, machen wir mal. Ja. Und so, Baum. Forsaken Wolf war in der Form. Jetzt nicht mehr, ja? Wie er Männchen macht. Ja, jetzt schau doch mal nach, welche Zutat das denn sein soll. Dieses orangene Zeug da. Oh, doch, war doch. Essig. Oh, ich dachte, das wäre Ethanol gewesen. Wie war das immer? Der Ravenite hatte recht? Ja, passiert nicht oft, aber manchmal. Selbst ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn. Doppelkorn, bitte. Doppelkorn direkt. Das nehme ich dir wörtlich, das machen wir demnächst. Gerade ich. Ja, gerade du. Der Raven hat, der keinen Alkohol trinkt, aber trotzdem mal so besoffen spielt. Er braucht nicht besoffen spielen. Der kann es auch so. Er ist nicht. Er braucht nicht besoffen sein. Der kann es auch so. Stimmungskanone. Gerade wenn er nüchtern ist. Besoffen will man ihn nicht erleben. Richtig. Hat man ihn noch nicht erlebt. Richtig. Genau, jetzt wollte ich was checken. Auf zu Feuerauge, yo! In the place to be. Hey, Ravenite, du siehst geschafft aus! Klar! Und scheiße! Ey, woher weißt du das? Scheiße, ja, den hier. Schlauer Bär hat dich auf dem Rücken eines großen Vogels fliegen sehen. Oh, geil, ey. Hätt dich ausgekackt. Oh ja. Nun, dieser Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Gallenstein hat es gebaut. Kennst du noch andere Menschen in dieser Welt?
Und ob. Doc Ock. Und zwei von ihnen sind auch aus Groß-Ostheim. Hector und Gunilla. Das ist ja ein Ding. Ich kenne die beiden. Welch Zufall. Der Einzige, der verschwunden ist, ist mein Großvater. Gott beschütze ihn. Aha. Wahrscheinlich ist er in dieser seltsamen Raumstation. Dr. Gallenstein wird mir helfen, mich unversägten Schwein dorthin zu bringen. Vielleicht ist das der einzige Weg, um nach Großostheim zurückzukommen. Verdächtig. Zunächst muss ich die Gegenstände finden, die Gallenstein braucht, um mich ins All zu schicken. Zwei der Gegenstände sind Teil einer Maschine, die im Vulkanzentrum tätig war. Mhm. Der Vulkanausbruch ist eine Dingezeug in der Käfersteppe gelandet. Schau dich dort einmal um. Klar! Danke für den Hinweis. Übrigens, bei diesem Experiment hat dann auch jemand außer dir, Hector, Gunilla und dein Großvater anwesend? Das sollte eigentlich der Raven halt sagen. Irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und dieser jemand hat anscheinend etwas mit dem Experiment und Stimmverwechslung zu tun. Eine interessante Theorie. Aber da war sonst keiner. Außer dem Butler. Moment. An dieser Stelle machen wir einen Schnitt, denn das ist ja ein typisches Klischee. Genau. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Secret of Evermore, sprach der Raven halt nimmermehr. Und von mir ein Ciao.